So, weiter im Text. Hier genau das gleiche, auf der anderen Seite wieder schön nach oben kämmen. Einmal ringsum, ganz wichtig. Und dann nehmen wir wieder das Trimmmesser. Bein ist lang gezogen, das ist auch ganz wichtig. Und dann einfach nach unten trimmen mit dem Strich. Oben ist es immer kürzer und nach hinten bzw. nach unten hin wird es immer länger. Denn der Hund hat ja unten längere Beinhaare als oben. Es geht ja hauptsächlich um den Übergang, den wir ja machen von Schulter zu Bein. Und auch da, egal ob der Hund sitzt oder steht, wichtig ist nur immer wieder mal ankämmen, dass man sieht, wo noch zu machen ist. Das wäre jetzt hier, dieser Bereich. Gibt natürlich auch Hardcore-Trimmer, die trimmen auch die Schultern und den Innenbereich. Ich persönlich mag es auch nicht, wenn man mir an den Achseln rumzieht. Also ich rasiere auch lieber. Bin ja schließlich eine Frau. Von dem her weiß ich, dass es schmerzhaft sein kann. Und trimme dann lieber nur Außenbereich. Beinhaare tue ich ja auch eher mal zupfen mit der Epiliermaschine, als jetzt mit dem Rasierer ranzugehen. So, auch hier wieder. Gucken, dass wir es gerade haben. Maria steht. Prima. So, wenn man jetzt mal von vorne betrachtet, sind die Beine direkt hier an der Brust nach unten hin gleichmäßig. Jetzt haben wir aber eins, und zwar hier an der Seite, wenn ich euch das mal zeige, hat ja der Hund auf einmal so komische Ellbogen. Diese Ellbogen müssen natürlich gezeigt werden. Was machen wir? Entweder du nimmst die Hand hier hinten, drehst den Ellbogen etwas nach außen und trimmst alles für die Hardcore-Leute. Oder aber ihr macht es euch einfach, wie gesagt, Hausgebrauch. Nehmt eine stinknormale Schere, die sollte natürlich scharf sein, und arbeitet immer mit dem Strich nach unten. Auch da wieder gerade ansetzen. Mit dem Strich nach unten. Damit man dann beim Hund in der Bewegung auf einmal die Ellbogen sieht. Also nicht erschrecken, dass es hier auf einmal so kahl ist. Das soll so sein. Da soll also praktisch fast kein Fell mehr sein. Wie ihr das seht, ja? Genau. Und dann kann man wieder hier den Kamm nehmen. Dann machen wir wieder eine kleine Pause, damit ich es euch wieder schicken kann.